Ja, Freunde, es ist Sonntag, wieder Zeit zum Sonnen. Wir bemühen heute doch nochmal den UFO-Acker. Hier wurde jetzt gegrubbert und gepflügt. Mal gucken, wie es hier aussieht, aber ich glaube, wie man hier sehen kann, es hat unfassbar viel geregnet. Dementsprechend ist der Acker auch sehr schlammig. Wir werden mal gucken. Ich hatte auch noch vor, hier rüber zu gehen, auf den anderen Acker. Aber ja, hier kann man eher schwimmen als sonneln. Hier wurde geerntet, da hinten sieht man die Rüben. Mal gucken, vielleicht im Laufe des Tages so ein bisschen trockener wird, weil die Sonne scheint eigentlich. Es ist zwar sehr kalt, aber ich hoffe, dass man dann einmal kurz drüber gehen kann. Ja, hier natürlich nicht, aber etwas weiter hinten, wo es trockener ist. Okay, ich würde mal sagen, wir probieren es mal. Gucken. Oh, man sinkt schon ordentlich ein. Naja, mal gucken. Dann sehen wir uns im ersten Grund. Ja, Freunde, ich bin also kaum drauf. Und schon der erste Fund. Also hier sieht man, da bin ich jetzt hier 10 Meter rüber gelaufen. Ich dachte erst, es wäre irgendwie so eine Bleischlacke oder sowas, aber das sieht mir doch schwer nach einem Reiter auf einem Pferd aus. Ich mache mal mit der Bürste noch ein bisschen sauber. Ja, kann man wirklich ganz gut erkennen. Zwar überhaupt nicht mehr vollständig, aber trotzdem interessant. Ich finde die immer gerne. Also habe ich schon auch lange hier nicht mehr gefunden, muss ich sagen. Auf dem UFO-Acker hier ist das, glaube ich, die allererste Figur. Ja, ich glaube, das Grubbern bzw. das Pflügen hat hier nochmal einiges nach oben gebracht. Ich bin sehr gespannt, was hier noch kommt. War schon mal ein cooler erster Fund. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten. So, Freunde, nächster Fund. Das sieht mir doch schwer nach 10 Pfennig aus. Ja. Also die Rückseite ist natürlich völlig blank. Ja, hier kann man so ansatzweise noch die... Oder will ich mir das jetzt ein? Ne, so ansatzweise kann man die Null auf jeden Fall, sieht man hier mittig. Ja, also 10 Pfennig, Dritte Reich. Zustand ist natürlich wie immer Katastrophe. Aber wieder relativ schnell. Also hier vorne war praktisch das Pferd. 5 Meter weiter jetzt die Münze. Sehr schön, so kann es weitergehen. Dann bis zum nächsten Fund. So, Freunde, nächster Fund. Sieht wieder schwer nach Zinker aus. Aber ich muss sagen, das Grubbern oder Pflügen oder was auch immer das jetzt hier war, hat was gebracht. Ja, das ist ein Pfennig, Drittes Reich. Und ja, ich weiß, ich habe immer noch diese alten gammeligen Handschuhe an. Die neuen sind, das sind 5 sogar, 5 Pfennig. Die neuen sind schon da, ich habe sie aber heute vergessen. Schande über mein Haupt. Müsst damit leben. Ja, 5 Pfennig, Drittes Reich. Völlig hinüber, aber Münze ist Münze. Das Gute ist, der Boden ist hier extrem sandig. Das heißt, es ist nicht ganz so dramatisch, wie ich dachte. Und ja, okay, wenn auch selbst wenn die hier nicht gut erhalten sind, aber grundsätzlich ist sandiger Boden aber ganz gut für die Funde. Dann sind sie nicht ganz so hinüber. Okay, dann würde ich sagen, jetzt weil die Sonne kommt jetzt auch immer ein bisschen mehr raus. Sehr schön. Dann bis zum nächsten Fund. So, Freunde, nächster Fund. Das sieht irgendwie nach Münze aus, aber irgendwie auch nicht. Nee, da ist ja gar nichts drauf. Ich dachte erst, Silbermünze, aber ich glaube eher, dass das mal ein Knopf war. Ich gucke mal, ob ich was mit der Bürste rausholen kann. Ja, jetzt kann man es besser sehen, das war ein Knopf. Hier ist die Öse. Aber das ist schon gemein, muss ich sagen. Also das sah schwer nach Silbermünze erst aus. Aber die Form und ja, die Patina war da doch leider eindeutig keine Silbermünze. Gut, dann auf zum nächsten Fund. Ja, Freunde, nächster Fund. Das ging jetzt recht schnell. Keine 3 Meter, würde ich sagen. Ich hoffe, jetzt haben wir mehr Glück.
Das sieht mir nach den 50 Pfennig aus. Ja, ich gehe mal mit der Bürste dran. Ah, ist doch schon hartnäckig. Aber ich glaube, man kann es erkennen. Die guten Alu-Münzen. 50 Pfennig, sich Regen bringt Segen. Ja, also ich muss sagen, läuft gut. Auch wenn der UFO-Acker wieder wie beim letzten Mal mehr Münzen preisgibt als UFOs. Aber mal schauen. Werden wir noch ein bisschen. Bis zum nächsten Fund. Da vorne der nächste Fund. Ich glaube, jetzt haben wir den UFO-Acker doch wieder aktiviert. Tja. Also Silber wird es nicht sein. Es ist so minimal verziert. Scheint von irgendwas abgebrochen zu sein. Ist auch so leicht gewölbt. Ich dachte, ist das zusammengefaltet hier. Aber tja, keine Ahnung. Vielleicht liegen ja noch andere Fragmente hier. Mal gucken. Mal schauen. Okay, bis zum nächsten Fund. Ja, Freunde, kleiner, aber feiner Fund. Eine Blombe. Ja, ich weiß, die Handschuhe. Aber es ist auch wirklich super schlammig. Also das wäre ja, glaube ich, egal, was für Handschuhe ich an hätte. Aber ich glaube, auf der Blombe ist auch nicht viel drauf. Ich gehe mal mit der Bürste dran. Ne, wie vermutet, ist blank. Keine schöne Blombe, aber immerhin. Okay, auf zum nächsten Fund. Freunde, nächster Fund. Ich habe schon so ein bisschen gereinigt, in Anführungsstrichen, weil das war einfach nur ein Klumpen Schlamm, Klumpen Erde. Eine ganz kleine Muskelkugel, also ich glaube, so eine kleine habe ich noch nie gefunden. Ist wirklich super winzig. Ja, war auch mal wieder interessant. Okay, dann auf zum nächsten Fund. Ja, Freunde, jetzt kam tatsächlich mal länger gar nichts. Aber hier habe ich noch mal was. Ich habe schon mal so ein bisschen versucht zu reinigen. Also hier steht noch was drauf. Das kriege ich jetzt hier aber mit der groben Bürste nicht hin. Das sieht so aus wie von einer Gaslampe, der Regler oder sowas. Ich habe schon antike gefunden, kleinere. Also das Ding ist auch nicht erst seit gestern hier. Das wird auch was älter sein. Also die Patina alleine schon. Irgendwas steht drauf. Allerdings habe ich noch nie diese Zahnräder oder was auch immer so vollständig gefunden, das Ding. Aber mich würde immer interessieren, was da drauf steht. Also es sieht zumindest so aus wie von der Gaslampe. Vielleicht habt ihr eine Idee. Vielleicht bringt ja die Schrift ein bisschen Licht ins Dunkel. Okay, auf zum nächsten Fund. Ja, von nächster Fund. Jetzt kam tatsächlich wieder mal länger nichts. Ich bin jetzt gerade auf dem Rückweg zu der Anfangsstelle, wo wir die Münzen gefunden haben. Jetzt haben wir hier eine Blombe. Diesmal auch mit was drauf. Ja, kann man alles nicht gut sehen. Ich guck mal mit der Bürste noch mal. Ja, viel spektakulärer ist es nicht geworden. Okay, gut, dann auf zum nächsten Fund. Ja, irgendwie eine Blume nach der anderen. Nächster Fund hier wieder. Steht was drauf, ist auch verziert. Ich habe schon mal so ein bisschen vorgereinigt. Ja, also ich hoffe, es kommt noch was Spannenderes heute als Blumen. Mal schauen, was hier noch so kommt. Wir sind gleich wieder an der Stelle vom Anfang. Dann zeige ich euch den nächsten Fund. Ja, Freunde, nächster Fund. Ich glaube, die Stelle ist ganz gut hier, wo wir angefangen haben. Hier ist nämlich sofort die nächste Münze gekommen. Das sieht mir schwer nach Kaiserreich, hätte ich jetzt gesagt. Ja, Scheidemünze, genau, ja. 1800 und. Ich gucke mal, ob ich mit der Bürste ein bisschen was machen kann. Da lässt sich auf jeden Fall noch viel rausholen. 2 Pfennig. 1802 und... Boah. Ja, irgendwas. Schönes Ding, gut erhalten. Da kommt wieder der sandige Boden hier durch. 180, einen Taler. Steht hinten drauf. Sehr schön, gut erhalten. Da
Dann auf zum nächsten Fund. Ja, mal wieder was anderes hier. So, Freunde, nächster Fund. Wir sind wieder an der einen Stelle gerade angekommen. Hatten wir ja gerade schon den aus dem Kaiserreich die Münze gefunden und jetzt wohl noch mal ein Zinker. Ja, das sind 10 Pfennig. Diesmal kann man es eindeutig erkennen. Ja, obwohl die immer so schlecht sind, selbst hier, aber hier in dem sandigen Boden, da sieht man das so ein bisschen, hilft es, den Erhaltungszustand so aufrecht zu halten. Ich gehe nochmal mit der Bürste drin. Ja, also man kann die Zehen da erkennen, man muss aber mit der Bürste echt aufpassen. Da macht man sich das doch ganz schnell kaputt, gerade diese Zinker hier. Aber okay, da bei denen ist es jetzt noch nicht ganz so tragisch. Okay, dann auf zum nächsten Fund. Ja, Freunde, nächster Fund. Schon wieder richtig super hier die Spur auf der einen Stelle. Das dürften 5 Rentenpfennig sein. Ja. Sehr schön. Die sind auch immer gut erhalten. Ist das 1924 oder sowas? Ja. Sehr schön. Okay, super. So kann es auch weitergehen. Auf zum nächsten Fund. Ja, Freunde, nächster Fund. Diesmal wird es religiös hier. Das sieht mir doch sehr... Ah, ja, ist doch kein Kreuz. Aber das war mal eins. Das läuft ziemlich spitz unten zu. Ich werde mal vorsichtig mit der Bürste dran gehen. Ich dachte, das wäre ein Teil vom... Also, dass das vorne rausgebrochen ist aus dem Kreuz, aber hinten ist auch verziert und man sieht da auch so eine religiöse Darstellung. Vielleicht steckt da das irgendwo drauf, weil, wie gesagt, das da unten ist sehr spitz. Interessant. Ich werde es mal richtig reinigen, zeige es euch dann nochmal. Vielleicht habt ihr eine Idee, was das mal ursprünglich im Ganzen war. Auf jeden Fall sehr cool, sehr schöner Fund. Klasse. Auf zum nächsten Fund. Ja, Freunde, nächster Fund. Ich dachte erst, es wäre wieder eine sehr dicke Musketenkugel, aber die Form passt irgendwie nicht. Oder sie ist verformt, aber... Ich hatte erst so ein bisschen die Hoffnung, dass das nochmal so ein Würfel ist, wie beim letzten Mal, weil das ist hier die gleiche Stelle, wo wir den antiken Würfel gefunden haben. Aber ja, vielleicht sollte das mal einer werden, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eher so eine zylindrische Form, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht rund wie eine Kugel, aber auch nicht so richtig wie ein Würfel. Ah, das ist auf jeden Fall sehr schwer, das ist massives Blei. Vielleicht habt ihr eine Idee. Dann bis zum nächsten Fund. Ja, Freunde, ich bin jetzt einmal über den Acker hier rüber gegangen, den ich ja vorhin kurz gezeigt habe, der Riesenpfütze. Und der erste Fund scheint schon hier, also es war echt tief, eine Münze zu sein. Oh ja. Wo ist das Silber? Das könnte, das ist ja eine Silbermünze, klar. Man sieht ja, hier ist am Rand schwarz angelaufen. Das ist auf jeden Fall eine Silbermünze. Aber was für eine? Ich glaube, da steht 5. Nee. Oder? Müsste irgendwie 5 Reichstaler, kann das sein? Kann man echt schwer sehen, aber es ist auf jeden Fall eine Silbermünze. Ja, das ist ja mal wirklich geil. Da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Einmal hier rüber gelaufen. Über den Weg. Also hier, man kann auf jeden Fall die 5 lesen und ich meine, das ist 5 Reichstaler. Ich habe davon mal, ich hatte schon mal so einen gefunden. Ja, mega, Leute. Was ist das denn hier? Sofort eine Silbermünze. 1A. Und wenn man die reinigt, ist die, glaube ich, auch noch richtig gut. Klasse, da freue ich mich aber drüber.
Ja, hoffentlich kommt hier noch was. Mega. Dann bis zum nächsten Fund. Ja, Freunde, noch ein Fund hier. Nochmal eine Musketenkugel, diesmal größer. Ja, schön rund. Nicht beschädigt. Sehr schön. Kommt in die Sammlung. Dann auf zum nächsten Fund. Ja, Freunde, nächster Fund. Ich bin immer noch auf dem Acker hier, wo wir die Silbermünze gerade gefunden haben. Das sieht mir nach der nächsten Münze aus. Na, wobei. Oh, könnte sein. Ist aber gar nichts zu erkennen. Also, ist zwar jetzt noch total schlammig und dreckig, aber auf den ersten Blick. Das ist auch dieser Knick, der sieht doch irgendwie komisch aus. Vielleicht doch mal ein Knopf war. Aber das wissen wir erst, wenn es gereinigt ist. Ich zeige es euch dann auf jeden Fall. Okay, dann auf zum nächsten. Ja, Freunde, ich bin doch echt überrascht. Also hier geht's wieder los. Keine 2 Meter weiter. Sieht das doch hier nach der nächsten Münze aus. Oh, schön erhalten. Kaiserreich. Oh ja, die haben wir wirklich gut erhalten. Wahnsinn. Ein Pfennig. 1876 müsste es sein. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Schön erhalten. Toller Fund. Freue ich mich drüber. Ja, mega, Leute. Also, das geht ja mal gut ab hier. Da würde ich sagen, auf zum nächsten. So, Freunde, nächster Fund. Diesmal keine Musketenkugel, sondern ich glaube, das ist sozusagen der Nachfolger von der Musketenkugel. Zumindest meine ich, das mal irgendwann gehört oder gelesen zu haben. Die haben auch schon so Rillen hier. Ja, sieht auf jeden Fall fies aus. Ist auch richtig schwer, also genau wie die Musketenkugeln, halt komplett aus Blei. Ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich meine, ich hätte das mal gesehen. Ich hatte auch schon welche davon gefunden, ist allerdings schon echt was her. Ja, wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Okay, so langsam neigt sich der Tag dem Ende. Mal gucken, ob noch was kommt. Ansonsten möchte ich an dieser Stelle mich nochmal für die ganzen Abonnenten bedanken. Also ich hatte mir zum Ziel gesetzt, dieses Jahr vielleicht die 1000 zu knacken. Dass es jetzt dann doch wesentlich mehr geworden ist, hätte ich echt nicht gedacht. Also vielen Dank in diese Richtung. Und was mir noch aufgefallen ist, ich meine, ich bin jetzt noch nicht so lange bei dem Verein, aber über 90% der Zuschauer haben noch nicht abonniert. Also würde mich echt freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Unterstützt mich dadurch. Mal gucken, was ich nächstes Jahr für Projekte machen kann, wenn das hier so gut weitergeht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Fund. Ja, Leute, zurück auf dem UFO-Acker sind wir jetzt. Und da kommt doch schon echt die nächste Münze. Und ich habe so eine ganz starke Vermutung, um was es sich dabei handelt. Das sieht mir nämlich ganz schwer nach D-Mark aus. Eine Mark. 1900 irgendwas 50. Also 1950 sogar ganz genau, wenn ich das richtig lesen kann. Schau mal an, die ist schon was älter. Ich glaube, so eine alte Mark habe ich, glaube ich, noch nie gefunden. Und der Zustand ist wirklich 1A, also kann man gar nicht sagen. Sehr schön. Kommt ja doch noch was zum Schluss. Alles klar, dann bis zum nächsten. Ja, Freunde, vermutlich der letzte Fund für heute. Sieht nach also es sieht nicht nach Oberflächenfund aus, es ist einer, aber es sieht nach Münze aus. Oder? Nein, es ist ein Knopf. Das ist, glaube ich, Wehrmacht. Oder? Waren diese mit diesen Punkten, war das nicht Wehrmacht? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Die Öse ist auch sogar noch dran. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare mal schreiben. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war das Wehrmacht. Aber ja, werde ich dann spätestens beim Reinigen und Recherchieren dann nochmal dazu schreiben. Okay.
Dann auf zum nächsten. Ja, Freunde, das war's für heute. Der Akku leer, gleich dunkel. Aber auch schöne Funde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade die Silbermünze am Ende, die war ja nochmal mega cool. Hier auf dem Acker nebenan. Ja, alles klar. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da, abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns am nächsten Sonntag. Ciao.